Hallo Science-Fiction-Freunde, ich bin Nightflyer und ich heiße euch recht herzlich willkommen hier von unserem Kanal For Buttons bei Let's Play Mass Effect Andromeda. Und wir befinden uns auf dem unwirtlichen, weil arschkalten Planeten Volt, wo wir uns mit dem Widerstand treffen sollen. Und dazu müssen wir als nächstes mit Commander Dosil sprechen. Und da begeben wir uns jetzt direkt mal hin. Natürlich nicht hier, um ohne hier ein bisschen rumzuscannen und was war hier gerade was? Hier war doch gerade irgendwo was. Hat doch so komisch geplinkt. Keine Ahnung. Da geht's auch noch lang, aber da gehen wir jetzt noch nicht hin. Da ist unser Ziel. Ich habe von dem Cat-Hinterhalt gehört. Ist Alda in Ordnung? Es geht ihr gut. Alda hat schon Schlimmeres durchgemacht. Oh, richtig. Sie war bei Solveth dabei. Okay, ja, die Leute unterhalten sich hier immer wieder mal und da bleibe ich dann natürlich möglichst stehen, um dem Gespräch zu lauschen. Und da ist Commander Dosil. Schön, Sie wiederzusehen, Commander Dosil. Und Sie, Jol. Ist das das Alien, von dem Sie glauben, dass es uns helfen kann? Ja, das ist Ryder von der Andromeda-Initiative. Ich bin Enyik Dosil. Merken Sie sich den Namen. Denn wenn Sie uns hintergehen, werde ich Sie persönlich töten. Und seien Sie versichert, dass das, was ich dann mit Ihnen mache, die Sterne dazu bringen wird, Ihr Gesicht abzuwenden und zu verlöschen. Naja, das wollen wir dann doch nicht. Ich verstehe vollkommen. Jeder will, dass die Sterne weiterhin leuchten, richtig? Dann sind wir uns ja einig. Wenn Sie sich beweisen wollen, werden Sie ein Verbündeter in unserem Kampf gegen die Cat. Trotz all unserer Bemühungen bleibt Ihre stetig wachsende Truppenzahl eine Bedrohung für unser Volk. Reden Sie mit unseren Beobachtungsposten, die das Tal überwachen. Sie wissen, wo die Not am größten ist. Jol, behalten Sie sie im Auge und seien Sie vorsichtig, mein Freund. Das bin ich immer. Okay, Enyik Dosil. Ich würde sagen, wir sprechen direkt nochmal mit ihr, oder? Haben Sie nichts zu tun? Okay, wir sprechen doch nicht nochmal mit ihr. Okay, wir sollen mit den Wachen sprechen. Hier ist ein Behälter. Graf, Drehmoment, Pet, Kupfer. Ja, nehmen wir alles mit. Okay, die Wachen. Ich guck mal auf die Karte eben. Die Wachen sind hier, wie es aussieht. Aber wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Da unten haben wir zwei Ausrufezeichen. Da ist ein Ausrufezeichen und da. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Das hat man eben auch schon gesehen. Und schauen mal, was uns da erwartet. Ich habe von diesem Dar gehört. Glaubst du, das ist die Rache für die Vertreibung der Cat? Ich weiß es nicht, aber es fühlt sich definitiv so an. Okay, was ist denn da? Wir werden es wahrscheinlich noch erfahren. Na, jedenfalls müssen wir hier nicht frieren. Angarischer Meditationskristall. 65 Stück, wie es aussieht. Da oben werden schon wieder lauter Dialoge angezeigt, die wir nicht hören. Hier ist ein Terminal. Zu den neuen Besuchern, übersetzt aus dem Schelesch. Ich habe von den neuen Besuchern auf Aya gehört. Muss ich Sie daran erinnern, was letztes Mal passiert ist, als diese Spezies eine unserer Welten kontaktiert hat? Kadara ist nur wegen Ihnen eine Kloake. Sie und Aphra hören sicher jede Menge Meinungen von beiden Seiten. Ich vertraue darauf, dass Sie die richtige Entscheidung treffen, Enyik. Aya und Volt dürfen nicht von diesen Dingern überlaufen werden und ich traue diesem sogenannten Pathfinder keinen Deut mehr als dem Rest dieser Bande. Das ist interessant. Muss ich Sie daran erinnern, was letztes Mal passiert ist, als diese Spezies eine unserer Welten kontaktiert hat? Das bedeutet, dass möglicherweise die Exilanten schon in Kontakt mit den Angara standen. Und vielleicht wissen die Angara oder wussten die Angara deshalb
von unserer Ankunft und unseren Absichten vom Pathfinder und so weiter und so fort. Und wir hören hier Kadara. Kadara, wissen wir ja, das ist der Planet, auf den auch Spender war. Und offenbar ist das der Planet, auf den sich die Exzellenten niedergelassen haben. Wäre eine Möglichkeit. So, Bericht Jägerpilot Vesh Narran. Vesh Narran erstattet Bericht. Ich habe diese Woche überraschende Neuigkeiten erfahren. Offenbar hat der menschliche Pathfinder das Gewölbe auf Eos aktiviert. Die Neuankömmlinge besiedeln jetzt die Oberfläche. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Commander. Es beunruhigt mich. Ein Besucher aus dem Orkusnebel kann auf Technologie zugreifen, die uns seit Jahrhunderten verschlossen ist? Was hat das zu bedeuten? Die Geschichte lehrt uns, was geschieht, wenn Fremde mehr Macht haben als wir. Damit sind wahrscheinlich die Cat gemeint. Ich entschuldige mich, wenn meine Anmerkungen unangebracht sind. Ich denke nur laut nach. Ich vertraue auf Ihr Urteil in allen Dingen, Commander. Ja, also wir sind, nicht alle Angara uns quasi freundlich gesonnen. Was ist das hier? Sieht aus wie ein Lazarett oder so. Wo die ganzen Verletzten hier liegen. Angarische Priesterin. Angaranische Priesterin. Willkommen. Sie sind der Pathfinder, nicht wahr? Ich bin Rosh Valin. Diese Symbole an der Wand. Was ist das? Und ich erteile Ihnen den Segen. Möchten Sie einen? Ich bin mit Ihrem Glauben nicht wirklich vertraut. Ebenso wenig wie mit allem anderen, nehme ich an. Aber das macht nichts. Der Segen ist einfach ein Zeichen des Wohlwollens. Ja, das Wohlwollen nehme ich doch gerne an. Es wäre mir eine Ehre. Ich schenke Ihnen Stärke und Mut. Aber möge Ihr Herz dennoch rein sein. Woran glauben Sie? An die nie endende Entwicklung einer Seele, die innerhalb einer Familie wiedergeboren wird. Eine rechtschaffende Tat in diesem Leben führt zur Erleuchtung im nächsten. Und damit zu einer stärkeren Dynastie. Tja, George spricht da im Hintergrund natürlich immer noch. Der war ein bisschen blöd positioniert. Ich hoffe, man hat es trotzdem einigermaßen verstehen können. Willkommen zurück, Ryder. Wie wird man eine Priesterin? Indem man durch ein tiefes Tal geht. Nur jene, die die Dunkelheit kennen, können andere ins Licht führen. Ich spreche regelmäßig zu denjenigen, die meiner Führung bedürfen. Sie tragen meine Worte in ihre Familien, damit sie alle die Stärke finden, nach der einst auch ich gesucht habe. Ich danke Ihnen. Okay. Ja, hier liegen auf jeden Fall die ganzen Verletzten offenbar. Der liegt gleich auf zwei liegen. Achso, was für Symbole hatten der überhaupt gerade gemeint? Symbole an der Wand. Also mal abgesehen davon, dass ich hier keine richtigen Wände sehe. Die einzigen Wände sind diese hier, da sehe ich keine Symbole. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz schlüssig, was gemeint war. Da ist was. Na, Nüchen, ich wollte hier einfach nur drauf. Hier, da ist irgendwas. Das könnte ein Symbol sein. Das ist aber auch das Einzige, was ich hier sehe. Keine Ahnung. Ey, ich sollte vielleicht mal scannen so zwischendurch, ne? Würde Sinn machen. Da war was. Irgendwo war was hier gerade. Ah, hier, das Ding. Dr. Harim. So nah wollte ich ihm nicht. Ja, was ist? Sie sind dieses Alien, von dem alle über Funk reden, oder? Warum stehen Sie hier rum? Sollten Sie sich nicht mit dem Commander unterhalten? Ich bin Pathfinder Ryder von der Andromeda-Initiative. Wir kommen von...
Ja, ganz toll. Sie kommen von weit her. Haben die Ärzte in Ihrer Heimat zufällig magische Heilkräfte? Nicht mehr als Sie, nein. Dann ist es mir im Moment herzlich egal, woher Sie kommen. Warten Sie da drüben. Der Commander sagte, das Alien wollte uns helfen und wir brauchen Hilfe. Vielleicht mit den Notfalllagern? Was für Notfalllager? Wir sind hier in einem Kriegsgebiet. Das heißt, wir müssen jederzeit mit Kettangriffen rechnen. Und falls jemand verwundet wird, sollte er möglichst irgendwo in der Nähe ein Lager mit medizinischen Notfallvorräten vorfinden. Sie sind zwar kein Ersatz für eine vernünftige Behandlung, aber sie helfen einem so lange zu überleben, bis man sie erhält. Das Problem ist, dass die Lager im Moment leer sind. Wir sind unterbesetzt, weshalb noch niemand da draußen war, um die Vorräte wieder aufzufüllen. Tja, wenn niemand dafür Zeit hatte, erledigen wir das mal. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich helfe Ihnen, so gut ich kann. Die Vorratskisten sind an der Wand dort drüben gestapelt. Informationen, wo die Lager zu finden sind, liegen Ihnen bei. Haben Sie ein Fahrzeug? Natürlich. Gut, machen Sie sich auf den Weg. Okay. Klingt nach der üblichen 0815-Aufgabe. Ich bin gespannt. Können wir noch mehr mit dem reden momentan? Was wollen Sie? Ah ja. Sind Sie hier der verantwortliche Arzt? Im Moment ja. Normalerweise wechsle ich mich mit meiner Kollegin Scylla ab, aber sie brauchte eine Pause. Es gab einfach zu viele Schlachten. Zu viele, die sie nicht retten konnte. Das hat sie tief getroffen. Die Arbeit hier kann zermürbend sein und ich meine nicht nur körperlich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ihre Krankenstation ist voll belegt. Was ist passiert? Die Cat haben nicht weit von hier einen zivilen Transporter angegriffen. Die Kämpfer wurden losgeschickt, um die Leute zu beschützen. Wir haben gewonnen, aber wie Sie sehen können, war es äußerst knapp. Wieso greifen die Cat zivile Schiffe an? Sie entführen Angara, um sie als Sklaven für sich arbeiten zu lassen. Wir haben ihre Gefangenenlager gesehen. Einige werden auch irgendwo anders hingebracht und tauchen nie wieder auf. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, welches Grauen sie erleben. Ich lasse sie dann mal weiterarbeiten. Das wäre das Beste. Okay. Gut, dann gucken wir mal, was wir da hinten haben. Hier liegt auch noch einiges rum. Medizinische Vorräte. Das sind die medizinischen Notfallvorräte, von denen der Doktor gesprochen hat. Wir müssen sie in die Lager bringen. Sam, hast du die Positionsdaten gespeichert? Natürlich, Pathfinder. Schön, dass wir es auch noch scannen können. Kasernenvorräte. Inhalt Shuttle planen, Synthetikfaserjacken, Desinfektionsmittel, Verwendungszweck medizinisch. Aufgrund der begrenzten Ressourcen behandeln die Ärzte des Widerstandes Verletzungen mit industriellen Desinfektionsmitteln und Stoffresten. Das starke Immunsystem der Angara verhindert dabei in den meisten Fällen schwere Infektionen. Okay. Die haben also offenbar ein besonders starkes Immunsystem. Ja, nehmen wir alles mit. Ach, ich wollte das eigentlich mal gelesen haben, aber beim nächsten Mal. Diese Kristalle da. Hier ist ein Terminal. Aber ich lese erstmal das Datenpad. Logs der Kettüberwachung. Übersetzt aus dem Schelisch. An Commander Dosil von Geheimdienstoffizier Kaas. Transkription wie gewünscht. Bei den Sternen. Zeke, sehen Sie. Ich hab's Ihnen doch gesagt. Ich interessiere mich nicht für Ihre Sammlung. Nein, die Kettbasis. Scud. Das ist ein großes Schiff. Sind das... Sieht nach einem Jäger aus. Sie bringen mehr Truppen, größere Waffen. Das ist nicht gut. Ich gehe zu Kaas. Sie beobachten weiter. Protokollieren Sie alles. Okay. Da ist noch ein Datenpad. Ollisk, wir haben einen Shuttle mit genügend medizinischem Material für den Zyklus geschickt. Ist bei Ihnen alles angekommen? Unser Verfolgungssignal ist ausgefallen, nachdem wir die Vorräte am Übergabeort abgeworfen haben. Bitte lassen Sie uns wissen, dass Sie die Sachen sicher erhalten haben. Wie es aussieht, gibt es einige Vorräte, die den Widerstand nie erreichen. Für die Ausrüstung ist alles verantwortlich. Wir sollten uns mit ihm unterhalten. Gute Idee, da ist noch ein Terminal. Für den Commander, übersetzt aus dem Schelisch, Commander. Es tut mir so leid, wir konnten die Cat von Tashiks zurückdrängen, aber sie wussten, dass wir kommen. Sie hatten schon Fallen ausgelegt, bevor wir überhaupt den Gipfel erreicht hatten. Arjan hat es nicht geschafft. Er ist gefallen, während er unserem Saboteur Deckung gegeben hat.
Er hat fast ein Dutzend Cat ausgeschaltet, ehe es ihn erwischt hat. Sie wären so stolz auf ihn gewesen. Ich wollte es sie wissen lassen, bevor sie die Nachricht auf weniger rücksichtsvollem Weg erreicht. Ich bitte Eskal, die Benachrichtigung zurückzuhalten. Sie sollten es ihren Eltern selbst sagen, Commander. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, es muss schwer sein, dies zu lesen, aber sie sollen wissen, dass Arjan Dosil heute ein Held war. Okay, offenbar hat Commander Dosil oder hatte Commander Dosil einen Bruder, wenn ich das richtig verstehe. Und ja, sie sollte es dann ihren Eltern selber sagen, okay. Nicht gesendeter Entwurf, es tut mir leid. Pavor, Mutter. Ich hoffe, dir und Lavala geht es gut. Die kleine Falle ist inzwischen bestimmt ganz schön anstrengend. Mutter, es ist etwas geschehen. Ich habe Arjan auf eine Mission geschickt und er kam nicht zurück. Er kommt nicht zurück. Sein Offizier sagt, er ist gestorben, als er seinen Trupp beschützt hat. Das ist meine Schuld. Er hätte länger ausgebildet werden sollen. Es tut mir so. Ende des Texts. Commander Dosil, wir brauchen mehr Rekruten für Haval. Die Cat haben zwar die Ruinen noch nicht erreicht, aber ihre Angriffe auf die Hauptstadt werden kühner. Ich weiß nicht, wie lange wir noch aushalten können. Ich weiß, dass die Personaldecke im Moment sehr dünn ist. Und ich habe das von Arjan gehört. Sie machen also gewiss eine schwere Zeit durch. Ich hätte sie nicht kontaktiert, wenn es nicht wirklich dringend wäre. Ich bin im Feld. Melden Sie sich bitte so bald wie möglich. Captain Roy. Okay. Rekruten für Haval. Ja, traurig. Also die machen hier echt harte Zeiten durch gegen die Cat. Ladentheke. Diese Ladentheke wird aufgrund der begrenzten Ressourcen als provisorischer OP-Tisch benutzt, wie wir hier ja auch sehen. Wobei ich da hinten noch viele freie Betten gesehen habe. Egal. Wir reden mal mit Eskal. Wenn Sie ärztliche Hilfe brauchen, müssen Sie warten. Gerade ist eine Patrouille angekommen und um die muss ich mich kümmern. Sie scheinen ziemlich unterbesetzt zu sein. Freiwillige Mediziner sind selten. Vor allem welche, die mit Wohl zurechtkommen. Es ist warm hier drin. Die Strahler funktionieren ziemlich gut. Wir benutzen sie nicht wegen der Wärme. Sie erzeugen künstliches Sonnenlicht, damit wir nicht verlöschen. Was meinen Sie mit verlöschen? Richtig, das können Sie ja nicht wissen. Unsere Körper erzeugen Energie aus Sonnenlicht. Wenn wir nicht genug davon bekommen, geht unser Immunsystem in die Knie und unsere Bioenergie verlangsamt sich. Wir verlöschen. Es ist sicher hart, an einem Ort wie diesem zu leben. Es ist nicht ganz einfach, trotz Kälte und ohne Sonne für Moral zu sorgen. Die meisten von uns kommen von Aya oder Haval. Es ist also eine große Umstellung. Das Immunsystem lässt nach, die Leute werden krank. Aber wenn die Zivilisten in den Siedlungen hier leben können, ohne sich zu beschweren, dann schaffen wir das auch. Ich komme wieder, wenn ich etwas benötige. Ich werde hier sein. Okay, also die brauchen die Strahler nicht einfach nur, um sich aufzuwärmen, sondern um quasi überhaupt zu leben. Interessant. Hier war noch Maisie, was machst du denn da hinter der Theke? Joel, bist du zu uns zurückgekommen? Nur vorübergehend. Dann sind das wohl diese Fremden, von denen ich so viel gehört habe. Wissen Sie, wenn Joel nicht wäre, würde ich sie vielleicht töten. Das ist meine Freundin Maisie. Sie hilft bei der Versorgung des Widerstands. Das ist hier draußen bestimmt nicht leicht. Joel ist der Mutige von uns. Freundin oder Freundin, Freundin? Wir sind überall Cat. Wie kommen Sie da an Vorräte? Auf demselben Weg, den wir genommen haben. Wut ist voller Höhlen und verborgener Pfade. Es ist schwierig reinzufliegen. Darum bringen meine Kinder die meisten Dinge nach und nach hierher. Ihre Kinder? Sie sind aufgrund ihrer Größe für die Cat schwer zu entdecken. Wir alle tun, was wir können. Auch die Kinder. Ich bin gespannt, ob wir noch Kinder zu sehen bekommen. Wir haben ja beispielsweise auch auf der Nexus noch keine Kinder gesehen. Und da bin ich echt gespannt, ob da im Laufe der Zeit auch Kinder aufgeweckt werden. Mal sehen. Und ja, ich würde auch gerne die Kinder der Angara sehen. Verkaufen Sie irgendetwas, das wir brauchen könnten? Ich habe so gut wie nichts mehr übrig. Und das, was ich noch habe, werden wir selbst brauchen, wenn wir gegen die Cat eine Chance haben wollen.
Wenn Sie die Kettstation auf der südlichen Straße räumen, könnte ich vielleicht mehr herbringen und etwas für Sie zurücklegen. Ich werde alles, alles räumen. Alles. Was halten Sie von Aphra? Nicht alle denken gut von ihm, aber sein Plan ist kühn und der Widerstand ist wichtig. Ich werde tun, was ich kann, um ihm zu helfen, bis ich es irgendwann nicht mehr kann. Klingt nicht sehr zuversichtlich gerade. Viel Glück und passen Sie auf sich auf. Passen Sie auf, dass Sie Jarl wohlbehalten zu uns zurückbringen. Fertig. Okay, so das Datenpad hatten wir gelesen. An dieser Konsole können wir nichts machen. Mit dem Arzt haben wir gesprochen. Sind wir, glaube ich, hier durch. Quests haben wir auch eingesammelt. Ja, das heißt, wir gehen als nächstes... Wo sind denn jetzt die anderen Ausrufezeichen hin, die hier waren? Da waren auch noch mehr Ausrufezeichen. Oder... Doch, ich bin mir sicher, dass hier mehr Ausrufezeichen waren. Bin ich aber irritiert. Vielleicht, weil ich die Quest ausgewählt habe. Was haben wir da gerade ausgewählt für eine Quest? Die medizinischen Vorräte deponieren. Vielleicht deshalb? Warte mal. Mit dem wieder... Ich will mal... Das ist die Standard. Ne, warte mal. Jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen durcheinander hier. Mit den Quests. Die machen mich ein bisschen fertig, die Quests, ehrlich gesagt. Also dieses Quest-Log. Ich wollte eigentlich die priorisierte so. Mit dem Widerstand treffen. Genau, das ist die Hauptmission. Es werden aber trotzdem... wird nichts angezeigt. Gut, dann machen wir es jetzt einfach so. Wir gehen jetzt einfach Punkt nach Punkt durch. Denn, also dieses Questlog ist super schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was sie sich bei dem Questlog gedacht haben. Na? Ich habe heute Morgen eine Nachricht von meinem kleinen Bruder erhalten. Er hat gefragt, wann ich nach Hause komme. Er ist jung, er versteht das noch nicht. Ich weiß nicht, was ich ihm antworten soll. Wie sagt man einem Kind, dass man vielleicht nie mehr zurückkommt? Tja, gute Frage. Keine einfache Aufgabe jedenfalls. Okay, wir begeben uns jetzt erstmal zu dem Questmarker und dann schauen wir uns ja auch noch... Hier ist noch ein Terminal, das können wir direkt anschauen. Kettüberwachung, Woche 42, Navoa Faith. Überwachungsbericht. 5 Uhr Schichtwechsel. 7 Uhr Cat-Anführer geht zur Konsole, spricht mit unbekannter Person. 8.20 Uhr Cat-Patrouille kehrt zurück, berichtet, dass nichts Ungewöhnliches zu sehen war. 9.10 Uhr Kerken betritt das Lager, wird schnell erlegt. Kerken war, glaube ich, eins von diesen Krabblern. 10.59 Uhr Cat kommt der Position der Wanze sehr nah. 11 Uhr Cat-Anführer überprüft seine Waffe. 15.49 Uhr Cat-Anführer überprüft seine Waffe. Erneut. Also offenbar haben die hier ja eine Cat-Basis infiltriert und Wanzen platziert. Und ich glaube, hier haben wir Navoa Faith, Navoa Barf und Navoa Sabai sind wahrscheinlich verschiedene Cat-Basen, schätze ich. Okay, hier haben wir 6 Uhr. Gruppe von 5 Cat verlässt die Basis, um wilde Pirscherherde zu erlegen. 7.10 Uhr. Cat-Anführer erstattet Tagesbericht gegenüber unbekannten Vorgesetzten. 9.20 Uhr. Störung in der Übertragung, Ursache unbekannt. 10.50 Uhr, Cat-Anführer überprüft seine Waffe zum 5. Mal. 15.30 Uhr, Übertragung fällt 2 Minuten lang aus, gemeldet. 16.23 Uhr, Cat-Anführer hält 60 Minuten lang Rede vor seinen Untergebenen. 17 Uhr, Cat verlassen das Lager in Richtung Hijara, gemeldet, möglicherweise erfolgt ein Angriff. Warum hält er denn um 16.23 Uhr eine 60 Minuten lange Rede und um 17 Uhr verlassen die das Lager? Keine Ahnung. So, dann haben wir Navoa Sabai. 3 Uhr, Cat-Anführer erstattet Bericht, überprüft sofort danach seine Waffe. 6.41 Uhr, Rauschen in der Übertragung, Übertragung fällt 7 Minuten lang aus. 8.39 Uhr, Cat-Anführer schickt Patrouille in Rover los, Zielort unbekannt. 9.10 Uhr, Übertragung fällt aus, gemeldet. 12 Uhr, Übertragung immer noch ausgefallen, möglicherweise Netzwerkprobleme. Tja, oder die Wanze wurde gefunden. Okay, dann sprechen wir erstmal mit... Kriegen wir das überhaupt hin? Olisk? Pathfinder, kann ich etwas für Sie tun?
Sind Sie der Ausrüstungsoffizier? Ich habe gehört, es gäbe Probleme mit Ihren Vorräten. Was für ein Unsinn. Ich weiß ja nicht, was genau Sie gehört haben, aber alles läuft bestens. Ja, wir wissen natürlich, dass er lügt. Ich habe die Nachrichten an Sie gelesen. Was verbergen Sie? Reden Sie leiser. Diese Informationen dürfen nicht nach außen dringen. Niemand weiß, dass keine Lieferungen mehr eintreffen. Wenn sich das rumspricht, wird die Moral drastisch sinken. Ich muss der Sache unauffällig nachgehen. Haben Sie irgendwelche Spuren? Nicht viele. Die Vorräte erreichen zwar den Planeten, aber nicht unsere Basis. Die naheliegende Antwort sind die Cat. Sabotage ist genau ihr Stil. Wir haben den Übergabeort schon gewechselt, aber das hat nichts gebracht. Ich kann niemanden losschicken, um der Sache nachzugehen, ohne dass sich das rumspricht. Aber ich fürchte, letzten Endes wird es sich nicht vermeiden lassen. Ihre Leute haben das Recht zu erfahren, was vor sich geht. Sie sollten es ihnen erzählen. Bei allem Respekt, aber ich bin derjenige, der dieses Lager zusammenhält. Ich weiß, was das Beste für sie ist. Ich kann keine offizielle Suchaktion genehmigen. Aber ich kann sie auch nicht davon abhalten, eigene Nachforschungen anzustellen. Der NAV-Punkt des letzten Übergabeortes ist in meiner persönlichen Konsole gespeichert. Und Sie scheinen sich ja mit Entschlüsselungen auszukennen. Insofern überlasse ich alles andere Ihnen. Ja, er hat natürlich recht. Die letzte Dialogoption, die ich gerade gewählt habe, war von Arsch. Da habe ich mich hier verhauen. Da wollte ich eigentlich die andere wählen. Joel, mein Freund. Willkommen zu Hause, Bruder. Hat wer gesagt? Ich weiß jetzt nicht, von wem das kam. So, haben wir gescannt. Entschlüsselung abgeschlossen, Pathfinder. Ich aktualisiere Ihr NAV-System mit dem Übergabeort der Vorräte. Abgefangen, den Übergabeort erreichen, okay. Kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen gerade. Müssen wir gleich nochmal ins Questlog schauen. Aber erstmal gucken wir uns natürlich noch genauer hier um. Ich guck mal eben auf die Karte. Haben wir jetzt wieder irgendwie Ausrufezeichen hier? Nee. Aber wir hatten doch vorhin hier welche, ne? Oder habe ich mich da irgendwie verhauen? Egal. Wir schauen uns hier natürlich noch um. Hier gibt es mit Sicherheit noch das eine oder andere zu entdecken. Da ist noch ein Behälter. Mit Bio-Gewebetuch. Kann bei einem Händler gegen Credits verkauft werden. Also ja, die können wir auch immer wieder scannen, diese Konsolen. Bericht. Späheren Destranja. Übersetzt aus dem Schelisch. Olisk. Ich war mit einer Gruppe beim Übergabeort. Als wir ankamen, war alles weg. Unser Kontakt war verschwunden. Im Schnee waren Spuren von Aktivität zu sehen. Mehrere Personen. Die Cat vielleicht? Ich behalte das für mich, bis sie es geklärt haben. Sie besagen alle dasselbe. Dem Widerstand fehlen Vorräte. Ja, der hat da natürlich recht. Man muss jetzt hier nicht unbedingt eine Panik heraufbeschwören. Da ist noch ein Datenpad. Bitte komm nach Hause. Liebe Tava, bitte komm zurück nach Aya. Ich weiß, du willst für uns kämpfen, aber wir brauchen dich hier auch. Deine Kinder vermissen dich. Du willst eine Welt aufbauen, in der sie die Cat nicht fürchten müssen. Aber ist das wirklich besser, als ihre Mutter nicht zu kennen? Ich weiß, du hast deine Entscheidung getroffen, aber ich flehe dich an, es dir noch einmal zu überlegen, bitte. Denk daran, wie es mit deinem eigenen Vater war und wie sich das angefühlt hat. In Liebe, deine Mutter. Oh Mann, also hier teilweise echt traurige Nachrichten hier. Höher geht's ja nicht, da haben wir Iridium, haben wir das schon mal gescannt, offenbar ja. Okay. Hier waren wir. Moment, Karte. Aber hier oben waren wir doch noch nicht richtig, ne? Hier hätte man doch wahrscheinlich irgendwo lang gekonnt. Also wir waren ja gerade da oben, aber
Hier sieht's so aus, als hätte man noch lang gekonnt. Gut, aber hier ist jetzt auch nichts eingezeichnet oder so. Deshalb gehen wir jetzt weiter in diese Richtung. Nichts. Jetzt müssen wir wieder raus in die Kälte, wie es aussieht. Die Temperaturen liegen. Angarischer Meditationsgesundheit. Jetzt lesen wir das mal. Analyse. Ein filigraner Kristall, der in Kombination mit angaranischer Technologie ein elektromagnetisches Feld erzeugt. Das Feld wirkt sich auf Angara beruhigend aus, hat aber auch andere Anwendungsmöglichkeiten. Beschaffung. Angaranische Meditationskristalle sind in Gebieten zu finden, in denen sich Angara aufhalten. Sie sind außerdem bei bestimmten Händlern erhältlich. Ich frage mich, benutzen die das vielleicht als Währung oder so? Weil wir finden immer so viele gleich davon. Möglicherweise. Es tut gut, wieder zurück zu sein. Ich habe hier Freunde. Versuchen wir, einen guten ersten Eindruck zu machen. Die sehen doch alle ganz freundlich aus. Ja, finde ich eigentlich auch. Ich habe das Knabberzeug schon beim letzten Mal mitgebracht. Aber ich kriege keine Versorgungspakete von Aya, oder? Ja, mach mir nur Schuldgefühle, Zeke. Knabberzeug? Das ist doch kein Kino hier. Auch wenn es natürlich schon recht eindrucksvoll aussieht. Blöde Lampe da. Wirklich nett. Biniska, dann reden wir mit ihr. Wie geht's deiner Schwester? Besser. Körperlich. Immer noch Albträume? Das tut mir leid. Wir können nichts tun, außer für sie da sein, wenn sie uns braucht. Wow! Ich wollte mich gar nicht anschleichen. Ihr Commander hat gesagt, sie könnten uns das Tal zeigen. Zeke, ich will nicht mit dem Alien reden. Mach du das. Ryder hat ihm einen Namen gegeben? Wie hält man die überhaupt auseinander? Bei den Sternen, Biniska. Sei einfach still. Ja, wir können Ihnen das Tal zeigen. Wonach suchen Sie? Okay, wie hält man die überhaupt auseinander? Der war gut. Ich meine, das ist ja tatsächlich so. Es geht uns ja auch so. Ich bin hier, um Ihrem Volk zu helfen. Kennen Sie jemanden, der Hilfe braucht? Wir haben Berichte aus Hijara, dass dort jemand versucht, eine entführte Familie zu retten. Sehen Sie die roten Lichter? Dort ist es. Wenn Sie helfen wollen, wie der Commander sagt, könnten Sie dort anfangen. Sonst noch was? Ja. Rote Lichter? Diese roten Lichter. Sie sagten, das ist Hijara? Ja. Die Hijara-Station. Einer der Dara im Tal. Eine kleine Gemeinschaft, größtenteils Wissenschaftler. Die Leute dort brauchen vielleicht Hilfe, falls sie das nicht bereits überprüft haben. Wie können Leute da unten überhaupt leben? Warum überrascht Sie das? Wir haben uns dem Wetter angepasst. Diese Lichter sind doch verdächtig. Greifen die Cat sie nicht an? Daran haben wir uns auch angepasst. Die Cat wollen uns lebend. Also kämpfen wir bis zum Tod. Das scheint sie abzuhalten. Gute Taktik. Okay, diese Dara oder Da, wie sie genannt werden, sind offenbar ja, kleine Basen oder Dörfer. Was ist das für eine Alien-Anlage da drüben auf dem Berg? Das ist die Cat-Einsatzzentrale. Wir beobachten sie ständig. Welche Aufgabe hat sie? Sie kontrolliert die Operationen der Cat auf dem gesamten Planeten. Ständig kommen und gehen Schiffe. Ich bin dort persönlich auf den Präfekten gestoßen. Die fieseste mutterlose Vessan, die ich je gesehen habe. Sogar die Cat hatten Angst vor ihr. Wir wissen allerdings kaum etwas über sie. Kennen Sie Stätten oder Ruinen der Relikte? Ich glaube schon. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Zeke, liest du eigentlich jemals die täglichen Meldungen? Nein, wenn ich irgendwas wissen muss, sagst du es mir schon. Und wo sind sie? Hohe Lichter, irgendwo zu ihrer rechten Seite. Hohe Lichter? Dann will ich sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Gut, und benehmen Sie sich. Wir beobachten sie. Okay, wir haben mit den Wachen gesprochen. Tempest, wir brauchen den Nomad. Meine Position. Errichte Aufklärungsposten.
Viel Glück, Ryder. Okay, wir gucken mal. Da unten sehen wir rote Lichter. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Okay, wir haben zwei Lebensfähigkeitspunkte. Abbauzonen wurden Ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Bekommen und wir können gleich unseren Normit rufen, das ist gut. Ich möchte aber trotzdem gerne mal einen Blick werfen, aber irgendwie, hallo. Warte mal, ich kann doch hier irgendwie die Leute hier platzieren, ne? Okay, rechts ist Bibi. Und links ist Joel, sehr gut. Rote Lichter. Also da scheint dieser da zu sein. Und das da scheint die Festung der Cat zu sein. Hier, warte mal, wir haben noch ein Scharfschützengewehr dabei. Na ja, gut, ich sehe trotzdem nicht viel mehr. Okay. Gut, dann würde ich sagen, begeben wir uns mal zu unseren... Ich vergesse immer wieder, wie das Ding heißt. Steht das da nicht dran? Ausstattung könnten wir hier nochmal ändern. Will ich das? Ne, eigentlich nicht. Terminal. Aufklärungspostenprotokoll aktiviert. Vorgegebene Lebensfähigkeitskennzahlen Abweichung Habitat 6 erfüllt. Die Vorflugprofile der Initiative nicht. Die Prognosen gelten nicht länger. Die Parameter müssen zu 97% überarbeitet werden. Ja, im Grunde genommen ähnlich wie auch schon auf EOS zuvor. Kriegen wir hier eigentlich auch Munition? Weil da sind ja diese ganzen Symbole. Wahrscheinlich, ne? Gut, brauchen wir jetzt aber nicht. Wir wollen den Normit rufen. Okay, Sam. Was hält Vault für uns bereit? Die Cat-Aktivität scheint sich um diesen großen zentralen Kommandoposten herum zu konzentrieren. Laut Information des Widerstands koordiniert die Basis alle militärischen Aktionen der Cat of Vault. Und wenn wir sie ausschalten, sind ihre Operationen lahmgelegt? Theoretisch ja. Aber angesichts der Probleme, die der Angara-Widerstand bei der Infiltration der Basis hatte, dürfte das keine leichte Aufgabe werden. Das kann ich mir vorstellen. Ich empfehle ein vorsichtigeres Vorgehen, das mit der Untersuchung kleinerer Kettanlagen beginnt. Irgendwelche Vorschläge, wie ich mich mit Aphra gutstellen kann? Die Nachrichten des Widerstands deuten darauf hin, dass jemand in Hijara Hilfe benötigt. Wir könnten Techix besuchen, einen größeren und etablierteren Dar der Angara in der Nähe. Klingt gut. Danke, Sam. Pathfinder. Die Temperatur auf Vault liegt überall weit unter dem Gefrierpunkt. In manchen Gebieten ist es sogar noch unwirtlicher. Das macht den Einsatz des Nomad unbedingt erforderlich. Ich rate von längeren Aufenthalten in der Kälte dringend ab. Verstanden. Nicht den Wagen schrotten. Unsere Scans haben Monolithe der Relikte geortet, was die Anwesenheit eines Gewölbes nahelegt. Und das heißt, wir können diesen Eiswürfel vielleicht zum Schmelzen bringen. Okay. Damit ist klar, was wir zu tun haben. Legen wir los. Ja, geil wäre natürlich, wenn man damit beginnen könnte, den Eiswürfel zum Schmelzen zu bringen. So, jetzt will ich nochmal einen Blick werfen. Wir haben jetzt so einen groben Überblick bekommen. Ich guck mal einfach auf die Karte. Da haben wir Aufgabe, Steine klopfen im Dienste der Wissenschaft. Okay. Abgefangen, den Übergabeort erreichen. Ich würde sagen, wir gehen so vor. Also hier geht es wahrscheinlich nach unten. An vorderster Front, nach Hijara reisen. Dass wir uns das vielleicht so nach und nach die Punkte markieren. Wobei, das ist ja, was ist denn das hier? Die Widerstandswachen haben einige Angara erwähnt, die von Cat gefangen genommen wurden. Irgendjemand in Hijara könnte vielleicht mehr darüber wissen. Aber Hijara ist doch, glaube ich, nicht hier, sondern hier unten irgendwo. Warte mal. Erinnerungsauslöser. Gegenseitige Gefallen. Ach du Scheiße. Noch ein Erinnerungsauslöser. Steine klopfen. Bepflanzung. Bibi Geheimprojekt. Die Raytech von der Reliktstation auf Vault beschaffen.
Medizinische Lager, Erinnerungsauslöser. Steine klopfen. Okay, also uns erwartet hier so einiges. Ich würde sagen, wir machen es genau, wie ich gerade gesagt habe, dass wir einfach den Wegpunkten hier einen nach den anderen folgen werden. Und das machen wir, was war da? Also das ist der Eingang einfach nur, glaube ich. Ja, und das machen wir dann in der nächsten Folge. Für diese Folge sind wir erstmal wieder fertig. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es dann hier mit dem Nomad endlich wieder losgeht. Und dann sehr wahrscheinlich auch wieder mit der Action. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das jetzt waren, wo wir nicht einen einzigen Kampf hatten. Wahrscheinlich muss ich auch erstmal wieder reinkommen dann. Ich bin sehr gespannt. Und was ich sehr geil finde auch hier gerade wieder, dass wir den Schnee, diese Schneeflocken auf unserer Rüstung haben und so weiter und so fort. Das finde ich schon sehr geil. So, wir steigen nochmal ein hier schon mal. Und wir sehen es auch auf dem Nomad. Gefällt mir gut. Okay, ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.